Hey, ho Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil mit Jill Valentine. Ja, unser erster Weg wird sein, wir gehen erstmal in die große Halle. Quatsch, in die große Halle. Sicherlich bei Harry Potter, du. Ins Esszimmer. Da wir jetzt uns die letzte Maske besorgen. Das finden wir so richtig geil. Ach nee, da wollte ich ja nie wieder lang. Naja. Jetzt tue ich's doch. Ich will nicht lang. Scheiße. 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 Wow. Das war richtig gut. Das war auch gut. Verdammt. Aha. Irgendwie ruckelt mein Spiel heute so ein bisschen. Ich habe letztens, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich habe letztens mal mein C-China gestartet. Weil meine Hauptfestplatte fast voll war. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Die Festplatte war im roten. Aua! Am roten Bereich. Ich hatte irgendwie noch 16 GB oder saß frei. Ich habe das gestartet. Und nachdem es fertig war, was nicht mehr lange gedauert hat, habe ich plötzlich wieder 100 GB frei. Also über 100. Das ist so. Was? Wieso? Was hatte ich da alles für Junk-Dateien drauf? Das war übelst mies. Naja, wie dem auch sei. Regulär müsste mein PC jetzt flüssiger laufen, aber er weigert sich. Zumindest bei Resident Evil. Dafür wird Resident Evil 2 in doppelter Geschwindigkeit laufen, mehr oder weniger. Das ist so ein bisschen scheiße. Ah, das ist so schnell. Dam, dam. Dam, dam, da, 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 da. Los, Jill. Nimm dir dieses Ding. Dankeschön. Es hört auf zu singen. Meine Stimme ist noch nicht ganz fit für so etwas. Ja, was ich ganz eklig finde, wenn man unterwegs war, und ich mache mir immer, ich gehe ja nicht ohne gemachte Haare nach draußen. Und ich sprühe mir eine Tonne Haarspray in die Haare. Nee, da will ich ja gar nicht hin. Na, wie dem auch sei. Auf jeden Fall finde ich das voll eklig, wenn man sich irgendwie durch die Haare fährt oder so. Und dann die Daumen anfangen zu kleben, wie es bei mir gerade ist. Also ich bin gerade mehr oder weniger auf der X-Taste, also Kreistaste. Auf dem GameCube ist es, glaube ich, die B-Taste. Klebe ich gerade mehr oder weniger fest, was ich richtig assig finde. Liegt der Richard eigentlich immer noch da blöde rum? Und entspannt? Na 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 na. Ihr wisst ja, was gleich kommt. Nun stirb doch einfach, meine Güte. Oh, so ätzend. Warum die so lange braucht, die Frau? Hä? Habe ich ja alles. Bei Chris lag da noch in der Ecke Munition. Ich fühle mich betrogen. Ich versuche mal mein Mikrofon hier so ein bisschen. Aha. Hallo. Hier ist Munition. Klick, 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 klick. Oh, ich habe gerade gesehen. Das hätte jetzt auch übel werden können. So, benutze es. Feuer, Marsch! Oh, sie zuckt. Sie zittert. Ihr ist so kalt. Muss ich jetzt. Komm raus! Netter Zombie! Ich will laufen! Ich will. Mann, ich wollte weglaufen! Meine Fresse! Chill, das mit dem Zielen üben wir aber nochmal. Oh, das nervt! Danke! Mein Gott, warum? So, Notenblatt! Verzeihung. Mann, ich. So, gut, das haben wir erledigt.
So ist hier wenigstens noch. Ja, danke. Na, immerhin das. So, und dann können wir jetzt wieder zurück in die Halle. Mann, ins Esszimmer. Esszimmer. Ich bin einfach heute irgendwie nicht. Dann wag du es, dich aufzustehen, wenn ich gegen die Schlange gekämpft habe. Oder gegen die Schlange kämpfe, dann ist ja mal Schicht im Schacht. Und ich versuche natürlich nicht vergiftet zu werden. Mann, du erschreckst mich immer, Richard. Du machst mich ganz wuschig. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe es gesagt. Naja. Da. Man sollte aufhören, Opern zu gucken, bevor man aufnimmt. Ja, ich guck sowas. Lasst mich. Man kann das alles kombinieren. Man kann alles gleichzeitig machen. Ich stricke ja auch. Also von daher. Ist das richtig? Ja. Ich laufe auch wie so eine Besoffene. Wie ein Besoffener. Ich bin immer noch ein Mann. Ja. Der war so schlecht. So. Lass mich rein. Oder raus. Aber da ich ja in den Gang reingehe, ist rein gar nicht mal so schlecht. Du schützt ja auch noch hier rum. Dich habe ich ja ganz vergessen. Sei schießt dich auf, wenn ich dann gleich fertig bin mit meinem schönen Klavier-Gedöns hier. Ja, und jetzt locke ich alle zu. Danke. Jetzt locke ich alle Zombies an. Unsere Helden. Da geht eine Tür auf. Ich gehe mal rein. Ah, guck mal, hier ist aber noch mehr. Das ist aber, glaube ich, nur eine Notiz. Genau. Dieses Komische, dass er da hofft, dass seine Frau und seine Mutter da irgendwie seine Frau und sein Kind da irgendwie rauskommen. Ja, wir kennen's. Jetzt geht das erstmal wieder zu. Jetzt mache ich das rein, jetzt geht es sogar auf. Was man sich natürlich auch nochmal angucken muss. Ich habe das ja damals. Resident Evil ist ja so ein Spiel, das haben ja irgendwie fast alle als Kind gespielt. Das ist sowieso so lustig. So. Eltern sind voll dagegen, dass man so ein Spiel spielt, aber Resident Evil kennt irgendwie jeder schon, seitdem man ein Kind ist. Ja, von euch 14-Jährigen rede ich jetzt nicht. Obwohl doch. Na, nee, ihr wart noch zu klein. Lasst mich in Ruhe, mit Mathe habe ich nicht viel Mut. Ich weiß, dass 1 plus 1 2 ist und das reicht mir vollkommen aus. So. Nein, auf jeden Fall. Jeder kennt das irgendwie. Da hatte irgendjemanden, der das Spiel hatte und der das dann, mit dem man das dann spielen konnte. Das ist irgendwie immer so. Das wollte ich gar nicht, aber ist okay. Ich habe nur noch ein Dolch. Nein! Ein Dolch. Wie war das? Helm und Brust. Langer durch den Helm und kurzer durch die Brust. So. Ich will nur den Kleinen bewegen. Ach, das ist der Große. Ich bin dumm. Ja, wieder zurück. Ich bin doof. Das nimmt jetzt eh kein. Das nimmt sich jetzt nichts mehr. So, den Großen. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt richtig mache. Ich hoffe es einfach. Obwohl das ja schon so ein bisschen einfach ist. Nö. Und es war richtig. Hausschlüssel mitnehmen und weiter geht's.
Jetzt gehen wir wieder nach oben. Du trickst die Schlange aus. Und dann haben wir alle vier Masken zusammen. Was ich sehr begrüße. Ich denke mal, das mache ich noch in dem Part, dass ich dann nach unten gehe in die Krypta. Und dann geht hier richtig die Action los. Aber ich werde den vorher speichern, weil das ist, glaube ich, nicht so prickelnd. Ich bin irgendwie der Meinung, ich hatte mit Chris zu dem Zeitpunkt schon viel mehr Schrotmunition. Was mir gerade gar nicht gefällt. Drück mir die Daumen, dass ich nicht gebissen werde, weil das nervt. Ich will nicht gebissen werden. Ich will nicht. So, ich mache jetzt die Schlange tot. Ja. Ach nee, wir töten sie ja später. Ja, also für den Final Fantasy, dass jemand sagt, ich spoiler zu viel bei meinen Kommentaren. Aber das liegt daran, dass ich vorher mit Chris gespielt habe und ja. So, auf geht's. Ich mir denke, warum soll ich jetzt irgendwas verheimlichen? Also, ich meine, im Großen und Ganzen wissen wir alle, was passiert. Hier ist Munition. Da ist Munition. Ich hab's genau gesehen. Ah! Yeah! Das war's, oder? Es ist jetzt nur noch. Yay! Ich hing fest. Oh mein Gott, eine Schlange! Darauf war ich nicht vorbereitet. Jill, wie wär's mit Ausweichen? Payback Time! Die Schrotflinte hätte ich ganz gerne. Ja, ja, töte den mal. Das ist mir sowas von egal. Tralala, tralala. Ja, ja, ja. Und weg, 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 weg. Ja. Habe ich alles? Ich habe alles. Raus hier, Richard. Richard, gib mir die Schrotflinte. Richard, raus hier. Von erst ist er halb tot, dann gehe ich da rein und er steht auf einmal auf und sagt, Yahoo! No! Ist das gerade dein Scheißernst? Ist das gerade dein Scheißernst? Du bist nicht mit rausgerannt? Krieg ich deine Schrotflinte? Nein! Ich weiß nicht, ob hier irgendwo die Schrotflinte liegt. Schrotflinte? Ich habe keine Ahnung. Das sieht aber nicht so aus. Du hast Richard gefräsen. Ah! Okay, ich gehe wieder rein. Raus. Manno, ich wollte die Schrotflinte haben. Muss ich nachher mal im Internet gucken. Ich will die auch mit Jill haben. Armer Richard, der ist tot. Naja. Was soll's? Was? Machst du hier in meinem Gang? Nein, man kam der erst jetzt. Ich meine, bei Richard, wenn. Hallo. So. Ich wollte einfach nur nicht, dass er mich weiter belästigt. Diesen Gang werde ich ja eh nicht mehr betreten. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Du Zombie. So. Wie komme ich hier an einem Speicherpunkt? Ich könnte da unten lang. Ja, das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt auch da lang. Ich überlege gerade, brauche ich die Schrotflinte? Ja, ich brauche die Schrotflinte. Bei unten kommt ja unser lieber Freund. Der ganz tolle. Da, 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 da. Ach ja. Hallo. Okay. Die haben nicht wirklich Lust. Tja, auch nicht. Das hätte mich auch mal interessiert, ob es möglich ist, dass zwei Crimson Heads in einem Raum sind. Rang, was auch immer. Da Jill ja eh unfähig ist, Headshots zu machen. Was wir leider schon mit ansehen mussten. So, einmal das. Dann hätte ich gerne die und die. Das kann weg. Die kann mit. Ja, was soll ich mit denen noch machen? Das ist ja auch irgendwie jetzt ein bisschen doof. Moment. So. Ich liebe diese Animation.
so, den Schlüssel, ja, den brauche ich ja dann eigentlich erstmal nicht. Ich werde irgendwann diese eine Tür finden. Ach ja, jetzt habe ich das Wichtigste natürlich wieder vergessen. 11 Farbbänder, naja, das geht doch. Ich meine, wir finden ja später eh viel zu viele. Nein! Nur für den Fall der Fälle, dass die Aufnahme verkackt. Sieht aber nicht so aus. Ihr wisst ja, ich mag das ja eigentlich nicht, onscreen zu speichern. Aber was soll man machen? Wie sagt man, ein bisschen Schwund ist immer. Und ja. Ich muss gleich noch aufräumen. Ich habe keine Lust. Aber erstmal machen wir das Video. Ich hoffe, die Munition, die wir haben, reicht. Sonst wird das ein bisschen komplizierter, als ich das erhofft habe. Endboss? Das würde mich auch mal interessieren. Wie heißt auf Französisch eigentlich Boss? Also Endboss oder Bosskampf? Ah! Ich habe leider gerade meinen Blick nicht gesehen, aber das war jetzt gerade einfach nur so. Hä? Was hast du erwartet, dass ich mich da erschrecke? Habe ich mir Heilung mitgenommen? Ja. Also zwei Treffer kann ich einstecken und dann wird es, glaube ich, kritisch. Weil der ist nicht so... Weil Jill ist ja nicht so gepanzert wie Chris, warum auch immer. Dass ich denke, dass sie ihre gerendeten Brüste raushängen lassen muss. Muss ich nicht verstehen. Will ich auch eigentlich nicht verstehen. Ist wahrscheinlich erfüllen, damit sie sagen kann, ich bin die einzige weibliche Stars. Ach nee, bist du ja gar nicht. Rebecca. Rebecca, die mag ich auch. Ich mag Rebecca. Rebecca ist cool. Da, 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 da. Oh yeah. Ich überziehe schon wieder. So, setzt du das Wesen selbst hin oder muss ich das jetzt schon wieder machen? Das war die falsche. Das war die falsche. Ich habe keine Lust zu lesen, welche da wohin kommt. Mmh. Lecker schmeckt da. Mmh. Hätte man da fast eine Runde drin duschen können. Ist doch noch gut. So, dann die ohne Nase. Okay, die ohne Mund. Stehe ich richtig dran? Leck mich doch am Popo. Hey, das sehe ich schon von da aus, dass es die ohne Nase ist. Nichts Böses riechen. Es gab riechen. Gab es wirklich nichts? Ich dachte, es gab nur nichts Böses hören. Wie kann man denn irgendwas Böses riechen? Riechen? Ich kann nicht mehr richtig reden. Riechen. Ach, hier riecht das irgendwie so böse. Ey. Hallo. Guck mal, da sind Kakerlaken. Oh, der hat sogar ein Bärtchen. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Attacke! Das ist so geil, dass es so schön ruckelt. Noch einmal. Los! War's das? Sieht so aus, ja. Coolio. Oh yeah. Stein und Metall weg mit dem Jo. Wir haben nichts Besseres zu tun. Was liegt hier noch? Oh, noch mehr Gewehrmunition. Das ist nett. Das hat uns ja doch eine ganze Menge gebracht. Oh, dieses Gerucke hier unten nervt aber. Aber hier geht's ja wieder. Naja, es geht. Jetzt frage ich mich bloß gerade. Ich denke mal, ich werde jetzt nochmal speichern und dann diesen Part hier beenden. Ich meine, ich muss ja eh in die Richtung.
Dann kann ich ja da oben wieder lang, wo wir gerade hergekommen sind. Das ist eigentlich so gemein, wenn man sich das überlegt. Sie rennt runter, so setzt die Masken ein, das Grab fällt, also dieser Sarg fällt runter. Der Fuzzi steht auf, denkt sich nach Jahren, oh, ich kann mich bewegen, und wird eiskalt erschossen. So gemein. Schade, dass man bei den Crimson Heads irgendwie keine Headshots machen kann. Das ist so ein bisschen. Ist ja fast schon traurig. Die haben dann so einen Stahlkopf. Da kannst du machen, was du willst. Das geht nicht kaputt. Ach ja, mein Freund ist ja jetzt hier drin. Ich nenne dich Torben. Ich nehme dich mit nach Hause. So. Dann gehst du mir nachher wenigstens immer auf den Sack, falls ich hier nochmal lang gehen sollte. Aber wir sind ja dann schon im Dings. Ab nächsten Part. Wir sind ja dann draußen in den Gärten. Huh. Ach nee, erstmal müssen wir die komische Hütte durchsuchen. Ich mag die Hütte nicht. Ich mag die Hütte nicht. Der liegt noch. Der Schild. Der Schild auch. Das sieht auch nicht aus, als ob die mutieren. Ich glaube, der eine, der ist verbuggt, weil der auf der Treppe liegt. Also glaube ich, ich gehe jetzt mal davon aus. Und der oben, der ist generell irgendwie so ein bisschen komisch. So, ich werde aber mal die Sachen wieder wechseln. Ihr merkt gerade, meine Stimme kackt irgendwie gerade voll ab. Nun gut. Dies hätten wir dann erledigt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.